Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown. Es ist wieder Rumble-Zeit. Und wie ihr sehen könnt, es könnte gar nicht spannender sein. Sofort und gleich YouTube gegen die Only Active Rumblers. Wir haben noch 16 Minuten zu spielen. Wir führen momentan mit gerade mal 111 Punkten. 42.697 zu 42.586. Ich würde sagen, wir lassen jetzt mal die Spiele beginnen. Und ich kämpfe als allererstes gegen Bonk Marcel. So, jetzt lassen wir mal überlegen, was wir hier rausholen aus diesem Ding hier. Hier hätten wir momentan 44, hier hätten wir ein bisschen weniger. Aber auf der anderen Seite hätte ich noch die Möglichkeit, den Rabbit Dale zu spielen. Schauen wir mal. Ja, gut, das ist jetzt natürlich. Spielen wir den Rabbit Dale. So, die kommt natürlich jetzt hier gleich auch schon mit einer Evening Beer Dale. Und das sieht für mich gerade überhaupt nicht gut aus. Erstes Match gegen Bonk Marcel verloren. Sehr ärgerlich. Aber nach wie vor, wenn da jetzt nicht auf der rechten Seite gleich irgendetwas anfängt, sich zu bewegen. Dark Hugh. So, ich fange jetzt erstmal hier mit einer sehr defensiven Geschichte an. Habe ich irgendwie das falsche Deck drin? Ich muss gleich mal gucken. Also, das wäre natürlich sehr ärgerlich. Another Lousy Millennium, aber nee, da haben wir relativ viele Tequila Roger und so weiter. Relativ viele Drunk-Karten. Trotz allem werde ich jetzt mal schnell gucken. So, Deck 4. Genau. Zu Bonski. Oh, das ist natürlich eine ziemlich geile Sache. Werde ich auch gleich am Anfang spielen. Und das ist natürlich jetzt mal wieder so ein Ding hier, ne? Nein, ich mach die Slewback. Und jetzt komme ich mit der Stuffington Academy noch daher. Hier spielen wir jetzt noch den CIA-Student. Der soll noch ein klein wenig schützen. Alter Vater hier, die haben ganz schön krasse Decks, habe ich das Gefühl. Hier mal den Gagaball hinterher geballert. Jetzt muss ich mal hier mit dem Peter reingrätschen. So, und jetzt habe ich gegen Zubonski zumindest mal mit 77 Punkten gewonnen. Ganz, 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 ganz enge und wichtige Kiste jetzt hier. 42, 8, 8, 6. Jetzt sind wir 300 Punkte in Führung. Aber ja, wirklich genau 300 Punkte. Und wenn wir das gewinnen, wäre das natürlich richtig krank geil, ne? So, das sind 51. Hier hätten wir 49. Das ist alles, ich will jetzt momentan auch wirklich kein Risiko eingehen. Jetzt sind es plötzlich nur noch 48, 46, machen wir den hier, 48. Das sieht gut aus, jetzt haben wir 58 und was kommt? Natürlich, wie soll es auch anders sein? Es ist zum Verrücktwerden. Eine Karte mit über 60 Leben. So. Macht nichts, Mr. Deliver regelt. Und wir haben zumindest mal 92 Punkte rausgeholt. So, jetzt haben wir noch 6 Kämpfe offen. 42, 9, 7, 8. 400 Punkte jetzt in Führung. Peter. Soll ich die Snot Rocket spielen? Komm, ich spiele die Snot Rocket. Und jetzt kommen wir mit einer Mind Jalap noch hinterher. Marriott Brian. War jetzt ein bisschen riskant gewesen, das Ganze. Hätte auch nach hinten losgehen können, aber war dann doch letztendlich die richtige Entscheidung. 95 Punkte. Er kam da jetzt nicht mit irgendeiner blöden Drunk-Kombo oder so. 43,
0,73. Wir haben jetzt 5 Matches gespielt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier rein, wie es momentan bei denen aussieht. Da war kein glatter Tausender dabei. 49 von denen haben gekämpft. Schauen wir bei uns rein. 1000 Zardos. Congrats, man. Wirklich Wahnsinnsleistung. Bounty 999, 2AZ 997, Benita 996, Mr. Pink 996, Dietrich 995, Manubaya 994, A 992, Abdem 989, Chris 985, Natinate 982, Topdas 978, Enska 975, Swiss Shogun 974, Diebische Katze Nami 972, Der Pate 966, Exame 953, Aerodynamic 949, Alessio 945, Lord Ado 943, Sean G 942, Spider 939, El Mosquito 939, Henny 933, Dale 932, Georgios 919, Teklis 919, Homer J, Stromi, Nico, Six, Sonja, Manuel K, Robert, Tularis, Krankus, Brownie, Apokalyptiker, Mark Foul, Junkcat, Eat Fresh Food, Mimo, Michael, Thomas, Cookie, Spirit, Finch, Gecko, Ulrike K, X-Strike, Sith Lord und da unten komme ich. Wir haben auch dann 49 Aktive gehabt. Und Jake D, 95 Leben hat er. Ja, dann sollten wir jetzt auch mal wieder mit dem Dale anfangen. Ich will jetzt gar kein großes Risiko eingehen. Wir spielen das mal so. Die Haley gleich noch hinterher. Dann Rooftop Drunk und das sollte eine glatte 100 werden. Gegen Jake D. Bei denen bewegt sich momentan nichts. Das ist gut. Noch 4 Matches offen. Major West. Machen wir mal den Peter erstmal. Hangover Nightmare ist halt auch geil, ne? Ich will erstmal einen Boom hauen. Wir gucken mal, was da passiert. So. Als nächstes mache ich erstmal den hier. Und jetzt spielen wir mal den Beer Funnel Peter. Hat scheinbar kein richtiges Drunk Deck sich da aufgebaut. Ein 10er Schild ist auch ganz gut. Mind Jalap. Damit ist die Karte auf jeden Fall weg. Dann haben wir noch Another Lousy Millennium. Und das könnten 98 sind sogar geworden. Sehr gut. Noch 3 Matches zu spielen. So, und wir führen jetzt mit fast genau 1000 Punkten. Und die haben noch einen Count. Wenn der jetzt nicht ausgerechnet derjenige ist, der da eine glatte 1000 rausballern würde, haben sie es verloren. 19, 19, 22, 22. Das ist natürlich geil für den nächsten Slot, ne? Also, das heißt, wir spielen jetzt erstmal in Roger. Plan ist Roger. Begrüßungsmojito drauf. Dann den Fry neben dran. Und daraufhin jetzt die Snot Rocket. Jetzt nochmal den Bob, Neil Goldman, Homemade Teacher, noch eine Pawtucket Patriot Ale gegen John Boss und das war's. Der Plan ist aufgegangen, 99 Punkte geholt und damit noch 2 Matches zu spielen. So, Brian XD, der Name sagt mir was. Ich glaube, der war sogar mal in einer unserer Gilden. Bin mir jetzt nicht so wirklich sicher. Ich glaube aber, Brian XD war mal in einer unserer Gilden. Jetzt machen wir auch die Humplings hinterher. Noch eine Louise. Biegeschule, Scheinprozess, Louise. Und das war's. 96 Punkte. Jetzt kommen wir zum allerletzten Spiel. Zum allerletzten Match. Es sind noch 7 Minuten. Es sind noch 7 Minuten und 22. Der Gegner bräuchte momentan
880 Punkte. Also, jetzt holen wir nochmal eine glatte 100, oder so, bräuchte ich schon 980 Punkte. Was nicht unmöglich ist, das auf keinen Fall, aber schon sehr brutal schwer. Also, wie man sieht, bei denen haben ja die meisten, ich glaube, das stärkste waren ja sogar irgendwas wie 980 oder so. Nehmen wir mal Tropical Drinks noch hinterher. Und jetzt nochmal die Bazooka Sharks. Und dann haben wir hier den Schwimmerdale. Noch die Tina. Und die schlimme Tina. Und das war's. Das bedeutet 89 Punkte nochmal draufgelegt. Der Gegner bräuchte jetzt 969. 969 Punkte in 6 Minuten. Könnte ein klein wenig eng werden. Bedeutet, wir gewinnen dieses Match. Das ist Match Nummer 9 und werden damit definitiv in der Top 100 abschließen. Gucken jetzt mal ganz kurz hier rein. Wir haben dann tatsächlich 4 Matches in Folge gewonnen. Wir haben die ersten Matches haben wir mega unglücklich. Shiny Metal Assassins, ganz knapp. Go Reasonable Expectations, ganz knapp. Puppy Playhouse, ganz knapp. Wir haben wirklich mega knapp die Matches verloren. Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Macht aber nichts. Jetzt haben wir 4 Stück in Folge. Wir haben besiegt Synops Bitch, Barney, Lunatics, Skullbashers, HI6MAII. Und wenn man da mal reinschaut in die Rankings, die sind sogar MAII. Die sind nämlich hier irgendwo. Da, auf Platz 61. Wir sind momentan auf Platz 86. Hatten, wie gesagt, einen sehr, sehr heftigen Start gehabt, haben uns jetzt aber zurückgekämpft und haben jetzt hier gegen die Only Active Rumblers, die momentan auf Platz 56 sind, um Platz 36 gekämpft. Das heißt, uns wird es jetzt mal richtig schön weit nach vorne katapultieren. Gucken, ob wir irgendwo um Platz 50 herum landen werden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Rowdown mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.